Moin Leute, Oberkommissar Paluten meldet sich zu einem weiteren Arbeitstag bei der deutschen Autobahnpolizei. Wir spielen immer noch den dritten Teil der Serie, der immer noch ein paar Probleme hat. Nichtsdestotrotz werden wir auch heute dem Verbrechen den Kampf ansagen. Oben rechts sehen wir, dass wir immer noch Rang 2 sind. Das muss sich heute unbedingt ändern, damit wir weitere Missionen freischalten. Dazu steigen wir in unser neues Polizeiauto ein. Das hatte ich mir ja gegönnt. Oh, falsche Richtung. Was hier passiert? Warum ist hier Stau? Eieiei, bei Autohaus? Was steht da rechts? Lang? Was ist das für ein Schild da rechts? Radioaktiv? An alle Einsatzfahrzeuge. Oh, was? Auf der A56 liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Ja, nee. Wer räumt auf? Sag mal, ich bin Polizist und keine Putzfrau. No front an irgendwelche Damen oder Herren. Wenn es kein anderer machen will, müssen wir wohl ran. Schickt uns bitte die Position. Weil ich will ja ballern. Wie gesagt, no front an Putzkräfte. Wichtiger Job. Aber Paletto will ballern. So, ich fahre auf die Autobahn. Oh! Nichts passiert. Was war da? Sorry. Der Wagen hat plötzlich einfach die Kontrolle verloren. Aber warte mal, hier sollten wir doch Dinger... Hier sollten wir Sachen checken. Hier sollten wir die auf Funktion überprüfen. Dann telefonieren wir mit der Heißen. Wie kann ich Ihnen helfen? Und hier ist Wagen 1. Wir sind ganz in der Nähe und testen die Säulen. Gut, diese funktioniert jedenfalls. Ja, okay. Und weiter geht's. Ja, was ist denn das? Der hat doch hier so radioaktiven Kram. Warte mal. Fahrzeug anhalten. Ja. Verkehrskontrolle. Neue Mission angenommen. Bleiben Sie bitte stehen. Oh, was passiert jetzt? Oha! Jetzt geht's aber richtig los. Zieh schon mal deine Waffe. Der hat doch, guckt euch das hier an. So, guten Tag. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Gib mir mal die Dokumente. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. Komm. Eieieiei, der Martin. Martin Berg. Patron Rad bei der Firma Horner und Zimmermann. Wie kann ich hier Kurzinfo anzeigen? Ah ja, Fahrzeugklasse, Gesicht, das passt. Fahrzeugklasse. Übereinstimmung, okay. Dokumentkontrolle ist... Dann brauche ich noch einen Nachweis zu Ihren Lenk- und Ruhezeiten. Ja, bitte einmal... Oh, guck mal hier! Fahrzeiten eingehalten. Das ist ja geil. Das feiere ich, wie die das umgesetzt haben. Alles in Ordnung, danke. Sieht alles in Ordnung aus. Ja, ich will hier aber ganz kurz nochmal das Fahrzeug kontrollieren. Kurz. Ich muss Ihr Fahrzeug kontrollieren. Das ist wichtig. Der fährt hier ja radioaktive Kampfstoffe durch die Gegend. Ja, das sieht... Oh, ja. Achse Fahrerhaus wird berechnet. Alle Achsen müssen geprüft werden. Mhm. Also jetzt habe ich, werde jetzt aber nicht jeden einzelnen Reifen. Ja, müssen wir mal gucken. Aber hier das mit dem Radioaktiv. Kürzlich abgelaufen. TÜV-Plakette falsch beantwortet. Wie? Keine Mängel festgestellt. Ja, zack, zack. Das ist dann aber doch schon enttäuschend. Ach, guck mal, jetzt hat er das berechnet. Jetzt hat er da auch so eine... Kilogrammanzeige. Ah, scheint in Ordnung zu sein. Gut, hier vorne nochmal das Licht. Ja. Was haben Sie denn hier drin? Aha. Ja. Kasten. Löscher. Warnlicht. Ja, alles gut. Dann reden wir doch nochmal, Junge. Damit ist die Kontrolle fast beendet. Ja, aber gib mir nochmal Drogen. Haben Sie Drogen oder andere Rauschmittel konsumiert? Nein, so ein Unsinn. Oh, was ist das denn? Verschwitzte Stirn. Markiere 3 Merkmale, die auf Drogenmissbrauch hinweisen. Also er hat zumindest nervöse Kopfbewegung, die hat er. Aber er schmatzt, Rötung, leichtes Nasenbluten. Ich sag, der Junge ist clean. In Ordnung, das glaube ich Ihnen. Ja, ja. Ja, aber Alkohol. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Wenn es denn sein muss. Das ist eine reine, reine Routinekontrolle. Pusten, pusten Sie bitte, pusten und danke. Kein Sehr Alkohol gut. am Steuer. So ist es richtig. Das ist wirklich tipptopp. Ja, da würde ich die Kontrolle bei Ihnen gerne beenden. Da muss ich Ihnen allerdings ein Bußgeld geben. Ich muss ein Bußgeld verhängen. Denn, was? Ein Alkoholtest wurde fälscht? Warum denn? Ich habe doch nur ein Bußgeld. Moment mal. Wir haben doch, hinten war doch was abgelaufen. Ja. Gut. Okay, das Auto hat sich plötzlich in ein Feuerwehrauto verwandelt. Ja, schade. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass er da, weil da war doch hinten die Plakette abgelaufen. Naja, ist in Ordnung. Komm, das ist ein Beschleunigungsstreifen. Eieiei, bis dato ruhiger Tag hier bei der Polizei.
Ja, das gilt ja nicht für mich. Ich bin ja die Polizei. Oh, was ist das denn? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Oh, Spur blockieren. Nee, mach mal, ja, mach mal wieder runter. Krass, ich wusste gar nicht, dass der, dass das so easy geht. An alle Einheiten. Wer übernimmt einen Auffahrunfall? Ja, ich brauche die Punkte. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Machen wir. Oh, das ist gut. Das ist direkt hier vorne. Leichter Unfall. Leitstelle für Wagen 1. Inzwischen wissen wir, dass 2 Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sind. Verstanden. Habt ihr's? Ja, ja, ich sichere den Unfall, kein Problem. Ja, wir müssen halt auch, ich meine, wir sind Polizist, da gibt's nicht immer hier so glorreich irgendwelche Leute wegschießen, sondern der Alltag der Polizei besteht dann halt aus so einer Arbeit. So, und ich glaube, es geht auch relativ easy hier. Okay, jetzt stellt euch, geht schon mal in Pose. Zack, fotografieren. Oh ja, 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 warte, warte, jetzt. Sehr gut. Unfallskizze. Ich muss ja nur das andere Auto. Ja, okay, jetzt weiß ich nicht, wie steht denn das andere Auto? Das andere Auto steht irgendwie gedreht. War da irgendwie so, oder? Der eine steht da und der andere bisschen davor. Ah ja, der muss ja hier stehen, oder was? Andi, das geht. Um welches Auto geht's denn jetzt? Welches ist denn? Das ist der vordere. Ah ja, also muss der dahinter stehen. Ja, irgendwie hier, oder nicht? Ja, komm, jetzt mach doch mal nicht diesen. Jetzt stell dich da mal vernünftig hin. Jetzt so steht. Hä? Ihr wollt mich doch verkackeiern, so steht er doch da. Der steht ja auch nicht so weit hinten. Der steht im Grunde genommen genau hier so ein bisschen. Da, so. An der Leitplanke. Oder ist er der? Aber so ist das ja nicht gemeint. Och, bitte, spiel. Oh, was ist denn hier? Oh, was ist hier unten? Na, was haben wir denn da? Da hat vielleicht irgendjemand von oben was runtergeworfen. Dann haben wir hier noch irgendwas zum Gucken? Oh ja, was ist hier? Na, das Zeug ist ja nicht ohne. Wenn das jemand beim Fahren Intus hatte. Mhm. Besser, ich nehme das mal mit. Ja, guck mal, der ist so leicht schief. Ich laber jetzt erstmal mit euch. Moin. Hallo. Können Sie mir schildern, was aus Ihrer Sicht geschehen ist? Glauben Sie mir, ich bin genauso überrascht von den Ereignissen wie Sie. Eben fahre ich noch nichtsahnd dahin und dann... Ich glaube, die ist besoffen. Auto kaputt. Die ist besoffen. Waren Sie eventuell beim Fahren nicht ganz bei der Sache und konzentriert? Vielleicht? Nachhaken. Also haben Sie deshalb den Unfall gebaut? Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Auf einmal hat mich irgendwas getroffen und dann hatte ich keine Kontrolle über mein Fahrzeug mehr. Das war der Stein. Wir haben diesen Stein gefunden. Kann es sein, dass der Ihren Wagen getroffen hat? Könnte das Objekt sein, das auf mich zugeflogen kam. Wahrscheinlich wurde der Stein von der Brücke dort geworfen. Könnte ein Fahrzeug vor Ihnen etwas damit zu tun gehabt haben? Vielleicht... Wir überprüfen das. Oh, ja, haben ja. Sie sonst noch etwas gesehen? Okay, vielleicht ist doch vielen nichts... Dank. Das da ist was mal. Vorne aus dem Auto gefallen. Ich komme gefallen. Auf Sie zurück, wenn sich etwas Neues ergibt. Das könnte nämlich sein. Hallo? Hallo. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Wir hatten offensichtlich einen Unfall. Oh ja, okay. Könnte das hier möglicherweise die Ursache sein? Das wäre schon möglich. Mhm. Nachhaken. Konzentrieren Sie sich. Alles kann wichtig sein. Leider habe ich trotzdem keine bessere Antwort für Sie. Warnweste. Warnweste fehlt. Sie gefährden sich selbst. Ach, Scheiße, wir hat einen. Ist das etwa keine Warnweste? Oh, ja. Die habe ich dann wohl übersehen. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Abstand? Haben Sie den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand eingehalten? Nein, ich glaube nicht. Beschuldigen! Sie waren zu schnell oder abgelenkt und sind dann in das andere Fahrzeug gekracht. Das ist überhaupt nicht wahr! Nachgeben. Möglicherweise war ich zu voreilig. Weil, das heißt aber nicht, dass Sie vergessen werden, rote Wagen, was wir eben gehört haben. Danke für Ihre Aussage. Ich melde mich, wenn ich weitere Fragen habe. Was sagst du jetzt? Hast du alles? Ja. Was hast du herausgefunden? Jemand gab an, dass etwas auf sie zugeflogen sei. Leider konnte mir diejenige nicht sagen, ob es ein Stein oder etwas ganz anderes war. Es könnte sich also um verlorene Ladung oder um einen Steinwerfer handeln. Oder uns wurde das mit dem Aufprallobjekt nur erzählt, weil mal wieder jemand einfach zu dicht aufgefahren ist. Okay. Naja, die Kollegen machen das dann schon. Ja, das ist ja die Spusi, die Spurensicherung. Wunderbar. Kurze Zeit später. Oh, das ist gut, weil wir haben wieder gut Rangpunkte gemacht. War jetzt vielleicht, also haben wir den Fall gelöst? Nicht unbedingt. So, wie schnell darf man hier fahren? Ich habe das Gefühl, dass die Leute hier ziemlich schnell unterwegs sind. Vor allem die da hinten. Was? Oh, was ist das denn? Sag mal, was hat der denn da gerade gemacht? Der ist einfach stehen geblieben. Uns wurde ein Auffahrunfall gemeldet. Wer kann das übernehmen? Ach, das ist mein Wagen Spezialgebiet. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Ja, ich bin schon da. Zack. Mensch, freue ich mich auf den
Ja, aber egal, das sind alles Sachen, weil wir müssen das machen. Sonst kriegen wir keine Erfahrungspunkte. Und die sind wichtig, um im Spiel weiterzukommen. Wir müssen nämlich erst auf gut Deutsch gesagt einfach die Drecksarbeit machen. Das war bei dem anderen Teil auch so. Perfekt. Autobahn gesperrt. Jetzt machen wir noch gleich ein paar sexy Fotos. Das könnte nochmal wichtig sein. Was war denn das? Dann machen wir doch jetzt mal ein paar sexy Fotos. Oh ja. Zack. Perfekt. Und was soll ich jetzt noch fotografieren? Ach so, das Ding. Ich weiß nicht, warum man das immer fotografieren muss. Moinsen, Alter! Ich grüße Sie. Was ist hier passiert? Dauert das noch lange? Ich muss ganz dringend woanders hin. Nur weil du so einen geilen Schnurrbart hast? Ich belehren! Da Sie maßgeblich an diesem Unfall beteiligt waren, werde ich Ihnen nun ein paar Fragen stellen. Wollen Sie lieber auf unserer Wache befragt werden? Dann bringen wir das jetzt eben hinter uns. Wenn auf der Autobahn viel los ist, sollte man vorsichtig und mit Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer fahren. Da war überhaupt nichts los. Ach Quatsch, anzweifeln, Alter. Werden wir dasselbe hören, wenn wir andere Zeugen dazu befragen? Tja, nun, möglicherweise war doch etwas mehr Verkehr. Sowas nervt total. Ich vermute das. Also sind Sie ein wenig schneller gefahren, weil alle anderen so langsam gewesen sind? Das fasst es ziemlich gut zusammen. Ja. Ein Geständnis! Hat nur leider nicht ganz so toll geklappt. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Nö, ich werde jetzt das Gespräch beenden. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Bleiben Sie bitte in der Nähe. Er hat alles zugegeben. Also der Fall ist gelöst. Sie. Was ist hier passiert? Schöner Hinterkopf. Der andere Fahrer hat nicht aufgepasst und dann hat's geknallt. Sie mussten nicht möglicherweise mal plötzlich... Wollen Sie mir den Unfall nun anhängen? Nein, ich ist doch alles gut. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Ganz ruhig, Rudi. Gut, also ich würde sagen, ich quatsch jetzt nochmal mit Ihnen. Es gibt noch etwas. Wie schnell sind Sie gefahren? Ganz normal. Der andere Fahrer gab an... Das ist doch lächerlich. Hey, du hast... alles richtig gemacht. Du hast das doch schon zugegeben. Ja, okay. Ich hab das... Also, so, hier ist das eine Auto... Und der andere, ja, der steht so quer bei ihm vor. Ja, sehr gut. Ah, da kommt noch was. Achso, dieses eine Teil. Lag irgendwo hier vorne rum. Ja. Super. So, wir haben doch jetzt ein Geständnis. Jetzt fertig? Ja, wir sind hier fertig. Der hintere Fahrer war sehr schnell unterwegs und soll gedrängelt haben. Nee, hat er auch. Hat er doch zugegeben. Mehr habe ich leider nicht. Hast es doch! Naja. Die Kollegen. Wir haben alles. Wir haben ihn überführt. Er hat alles zugegeben. Also. Leute, das ist meiner Meinung nach ein ganz großer Skandal. Ah, guck mal, wir haben doch jetzt hier nächster Rang. Beende eine Fahrschulherausforderung mit dem... Ah, guck mal. Ja, ich nutze einfach mal 350. Jetzt bin ich Rang 3. Spiele eine Verkehrskontrolle, egal in welcher Schicht. Kaufe einen Donut, nicht kaufbar. Okay, warte mal. Habe ich jetzt... Oh, das wäre natürlich geil. Auf der Karte haben wir hier jetzt neue Aufgaben, oder was? Mach mal hier, spring mal ganz schnell zurück. Ich bin wieder da. Was gibt's Neues? Gar nichts. Hier ist aber noch was Neues. Hier ist ein Fragezeichen. Da, bei Bagger, meinem Chef, ist hier. Können wir was für Sie tun? Keine direkten Neuigkeiten, aber einen gut gemeinten Rat. Oh. Ja? Von Ihnen nehme ich den gerne an. Was ist denn los? Ich weiß ja, dass Sie die Raser, die Ihren Unfall verursacht haben, am liebsten selbst stellen wollen. Ja. Und Sie sagten, dass ich das erst ab einem gewissen Rang darf. Ganz genau. Deshalb mein Tipp. Warten Sie nicht auf die großen Fälle, sondern sammeln Sie Erfahrung auf Streifen. Habe ich heute gemacht. Dann wollen wir Sie mal nicht länger aufhalten und uns wieder an die Arbeit machen. Machen wir. Und danke für den Rat. Gern doch. Viel Erfolg. Danke, Glatzi. Wir können hier aber neue Sachen kaufen. Polizei-SUV für 4.000. Kampf, Waffel. Aber nun gut, Leute, das war's mit einem weiteren stressigen Arbeitstag bei der deutschen Polizei. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr super gerne ein Like da lassen. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.